Ein herzliches Hallo von mir an euch hier auf YouTube bei Dead by Daylight. Ja, wir gucken mal, wie es läuft. Wir sind als Detective Tab unterwegs. Ich habe städtische Umgehung und Selbstfürsorge dabei. Natürlich sollte es anders sein. Habe aber auch die geliehene Zeit und unbeugsam mit. Oh, ich glaube. Ist das der Henker? Ich habe da gerade so ein komisches Geräusch gehört. Und ich glaube, ich habe hier mindestens eine 2er-SWF dabei. My Chemical Romance und Robi sind nämlich beide aus Bulgarien. Und ich könnte mir vorstellen, dass der andere auch dazu gehört. Ach Gott, sorry. Es war ja klar, dass ich wieder der Blitz bin. Seit letztem Wochenende. Ah, guckt mal an. Der Killer hat den Generator getreten und ist jetzt für eine gewisse Zeit komplett unsichtbar quasi. Er hat weder einen Terrorradius, noch hat er einen roten Punkt. Das ist jetzt natürlich uncool. Ja, wer geht auf die Clydia? Bleib mir mal schnell fertig. Ja, ich. Wo bin ich stehen geblieben? Achso. Mindestens eine 2er-SWF? Eventuell sogar eine 3er-SWF. Ich war gerade kurz verwirrt, aus welcher Richtung er kommt. Ich gehe davon aus, dass in der Scheune jetzt jemand dran ist. Am Generator, deswegen gehe ich jetzt an den. Sag ich doch. Den Henker, wir hatten den Henker doch letzten Sonntag erst. In meiner Einzelfolge. Ich wundere es tatsächlich. Ich hatte ihn die letzten Tage. Kaum als Killer. Wundert's, warum ich ihn jetzt hier in den Aufnahmen direkt zweimal hintereinander habe. Aber sei es drum. Killer ist Killer. Egal, wen wir jetzt hier hätten, wir müssten irgendwie damit klarkommen. Er hat dort hinten wieder dagegen getreten. Ist unsichtbar. Natürlich im Feld richtig böse. Wenn man ihn halt auch nicht richtig sieht. Kann nur Ausschau halten nach irgendeiner Pyramide. Aber er ist beschäftigt. Er hat da hinten gerade seine Fähigkeit, glaube ich, benutzt. Wir sollten aber vielleicht nicht alle Generatoren hier auf der Seite machen. Egal. Eventuell werden wir es hinterher bereuen. Am Ende des Spiels, wenn wir nur noch... Leck. Wenn wir nur noch einen Generator zu machen haben. Seine Fähigkeit war nicht wieder aktiv. Das heißt, er hat seinen Terrorradius nicht verloren. Cool ist, dass die Mac direkt jetzt mit hierher gekommen ist. Und wir zu zweit den Generator hoffentlich recht schnell anbekommen. Ich würde dann gern dort drüber auf die andere Seite. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme gerade gut sieht, aber gegenüber ist direkt noch ein Generator. Ich würde dann gern erst dort hinter, anstatt jetzt hier links zu dem nächsten. Damit wir die Generatoren ein bisschen verteilt noch machen. Achso, ich habe ja keine dunkle Wahrnehmung dabei. Ich glaube... Der Killer... spielt ihn noch nicht so lange. Ich habe noch keine... Kratzspuren auf dem Boden gesehen.
Ah, okay, dort. Jetzt geht er hier natürlich nicht weg, logischerweise, wenn er da jemanden jagt. Wollte aber gerne an den Generator. Kommt ja denn, Mensch? Oh. So, habt ihr das gerade... War das hörbar? Mein Terrorradius ist jetzt verschwunden. Ich wollte gerade sagen, das heißt, wir müssen sehr aufmerksam schauen. Okay, Leute, ich suche mir einen anderen Generator. Ich habe das Gefühl, er möchte den da jetzt richtig bewachen. Er geht nämlich wieder dorthin zurück. Wir suchen uns einen anderen Generator. Oh. Er ging doch nicht zurück. Wird es ein bisschen gemalt von ihm? Es ist gut, wenn wir den hier weg haben. Wir haben sonst alle da hinten in der Ecke irgendwie gemacht. Was war das? Oh nein! Nein, nicht anfangen zu farmen! Also ich zieh durch und geh raus. Das ist so dieses, wenn der Killer merkt, er kriegt halt keinen Kill. Was halt nun mal manchmal so ist. Ihr seht das, wenn ich streame ja auch, dass es auch Runden gibt, die nicht laufen. Dass die Killer dann anfangen müssen zu farmen. Einer hat ja auch Nöte dabei. Wie gesagt, ich bin raus. Ich mache auch direkt auf. Ich muss das jetzt hier nicht in die Länge ziehen. Und dann lieber verabschiede ich mich hier aus der Runde. Er war gerade nochmal dort hinten. Aber nee. Das brauche ich jetzt nicht. Und ich sag, hey, wir sind entkommen. Ich glaube, wie gesagt, der war aber noch nicht so gut. Oh nein, oh nein, oh nein. Das tut mir mega leid jetzt für den Killer. Ich bin selber Rang 17 oder 16. Und wenn du so eine Lobby bekommst... Boah, das ist quasi unmöglich für ihn, da... Oh je, das tut mir leid, Killer. Man muss trotzdem nicht anfangen zu farmen, nur weil man mal niemanden tot bekommt. Disconnect. Das ist jetzt auch, unnötig, ehrlich gesagt. Man kann nicht jede Runde 4 Kills haben. Es ist so, zieh einfach durch, geh in die nächste Runde und dort mehr Erfolg. Ja. Ich verabschiede mich jetzt einfach aus der Runde und wir sehen uns morgen gern wieder. Da gibt es zum Sonntag natürlich wieder eine Survivor-Folge. Schaltet ein und ja. Macht's gut. Wir sehen uns.